Auch von mir einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass Sie gekommen sind. Ich möchte mich zunächst einmal bei denen bedanken, die mir ihre Stimme gegeben haben, weil die 32 waren es, glaube ich, haben heute gezeigt, was ihnen die Demokratie eigentlich wert ist. Ich fand das Ergebnis dennoch sehr ernüchternd. Also wenn ich ehrlich bin, hatte ich schon mit etwas mehr Zustimmung gerechnet. Ich finde es bedrückend, wie wenig Abgeordnete hier Minderheitenrechte achten und dafür stehen, dass hier demokratisch miteinander umgegangen wird. Es gibt einen Antrag aus 2012, das war der zweite Antrag, der überhaupt im Plenum abgeschlossen wurde, der besagt und beschließt, dass jede Fraktion einen Vizepräsidenten stellt. An diesem Beschluss hat man sich halt nicht gehalten heute. Das heißt für mich, dass man im Moment nicht gewillt ist, mit uns auf Augenhöhe weiter zusammenzuarbeiten. Ich finde das für den Landtag beschämend, weil gerade der Landtag in NRW war zu Recht immer stolz darauf, halt die Minderheiten zu beachten und auch an allen Gremien zu beteiligen. Okay.